Den Tod zweier junger Menschen als politisches Druckmittel einzusetzen, auf Pellegrini als neuen Regierungschef hatten sich die drei bisherigen Koalitionsparteien mit Präsident Kiska geeinigt. Der gleichzeitig den Rücktritt Ficos akzeptierte, Fico hatte seinen Rücktritt an die Bedingung geknüpft, dass seine SMER-Partei ein Vorschlagsrecht für die Nachfolge behält. Pellegrini, der wie Fico der sozialdemokratischen SMER-Partei angehört, legte Kiska daraufhin nach eigenen Worten Unterschriften von 79 Abgeordneten vor, die die Koalitionsregierung weiter unterstützen wollen. Das sind drei mehr als zur absoluten Parlamentsmehrheit von 76 der 150 Abgeordneten notwendig wären. Eine vorgezogene Wahl ist damit vorerst abgewendet. Der nächste reguläre Wahltermin ist erst im Frühjahr 2020. Die bürgerlichen Oppositionsparteien hatten Präsident Kiska vergeblich aufgerufen, Ficos Bedingungen nicht zu akzeptieren, sondern Neuwahlen zu verlangen. Allerdings erlaubt die slowakische Verfassung das nur, wenn eine Dreifünftelmehrheit des Parlaments dem zustimmt. Dafür fehlen aber die Stimmen der Regierungsparteien, die gemeinsam über eine absolute Mehrheit im Parlament verfügen. Fico wird in der Krise um den Journalistenmord vor allem vorgeworfen. Den unter Korruptionsverdacht stehenden Innenminister Robert Kalinak erst entlassen zu haben. Als Opposition, Medien und zehntausende Demonstranten diesen Schritt immer lauter forderten, Kalinak nahm schließlich am Montag seinen Hut, wies aber alle Vorwürfe zurück, zweifelhafte Geschäftsverbindungen zu haben. Quelle ntv.de.